Die großen China-Unternehmen sind in den letzten Wochen und Monaten kurstechnisch deutlich unter Druck geraten. Jetzt haben sie aber fantastische Quartalszahlen geliefert. Ist das also eine Kaufchance, die man unbedingt nutzen sollte? Oder gibt es hier weiterhin Risiken, die man beim Kauf beachten sollte? All das werden wir in diesem Video besprechen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir werden gleich direkt auf dem Bildschirm die Quartalszahlen checken. Wir werden uns den Kurs anschauen und wir werden über drei China-Aktien sprechen, nämlich über Alibaba, Tencent und JD.com. Vorab aber zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Erster Punkt. Diejenigen, die schon seit einigen Jahren hier auf dem Kanal mit dabei sind, die wissen es. Ihr braucht aber trotzdem nicht vorzuspulen, denn es geht schnell. Es gibt zwei Disziplinen an der Börse. Es gibt auch überhaupt keine andere Möglichkeit, sich der Börse zu nähern, als das zu akzeptieren. Langfristiges Investment hat andere Regeln als kurzfristige Spekulation, kurzfristige Aktion. Wer kurzfristig an der Börse ist, also für Tage, Wochen oder Monate, der muss sich um den Worst Case kümmern. Und was ist der Worst Case, wenn ich eine Aktie gekauft habe? Natürlich, dass sie fällt. Dementsprechend braucht es einen Stop. Es gibt keine erfolgreichen Strategien, die ohne Stops auskommen. In der aktiven Anlage. Langfristig durchaus. Da braucht es keine Stops, denn da nutzt man ja gerade einen Ausverkauf, um weiter aufzukaufen. Fundamental, ganz wesentlich basiert, welche Aktien möchte ich, welche Märkte möchte ich. Hier bleibe ich investiert, ich nutze Schwächephasen. Ich weiß, das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Selbst ein 70 oder 80% Crash kann dort genutzt werden. Das ist im Aktiven einfach nicht möglich. Da muss ich das, was ich dort investiert habe, da muss ich mein Kapital schützen. Zwei Disziplinen. Ganz wichtig, denn diejenigen, die in den letzten 12 Monaten dazugekommen sind, und ich freue mich, dass die Aktionärsquote so hoch ist wie seit dem Platzen der Dotcom-Blase, das war im Jahr 2000. Ich freue mich natürlich, dass die so gestiegen ist. Aber all diejenigen, die sagen, ach was, es wird schon irgendwie funktionieren, die hatten recht in den letzten 12 Monaten. Es hat schon irgendwie funktioniert und daraus erwächst eine Gefahr. Also bitte beschäftigt euch damit. Börse ist nichts, wo man irgendwas kauft und 3 Wochen später ernten geht, ja? Kann man auch, aber mit Spekulationen muss man sich eben auskennen. Bitte achtet darauf. Ansonsten habe ich die ganz, ganz große Befürchtung, dass viele in den nächsten Monaten auch wieder abspringen, weil sie sagen, ah nee, ist ja doch alles nur für Zocker und so. Ihr wisst, was dann an Vorwürfen kommt. Alles nur von denen da oben manipuliert. Ja, durchschnittliche Renditen von 7, 8, 9, 10% über Jahrzehnte hinweg hat doch nichts mit denen da oben zu tun. Ihr wisst das, sonst würdet ihr euch die Videos gar nicht anschauen. Und das ist der zweite Punkt. Ich muss mich einfach bedanken. Ich bin gestern angesprochen worden und nein, das passiert mir nicht ständig von jemandem, der den Kanal sich schon, ja, was hat er jetzt, ich glaube, ich gucke mal, Frau, 2017, 2018 hat er sich, glaube ich, das erste Video angesehen. Es ging wohl um Silber und seitdem jedes Video. Und er hat sich bedankt und ich gebe es ganz offen zu, mir geht er das Herz auf. Also, dafür mache ich das. Wenn heute jemand sagt, und ich kann es vorwegnehmen, der hat recht, ja, du machst den Kanal ja auch, weil du ja sowas hast wie die Renditespezialisten und mehr Aufmerksamkeit bedeutet mehr Kunden. Korrekt. Daraus hat es sich entwickelt und ich bin der Letzte, der behaupten würde, es ginge mir nicht darum, Geld zu verdienen. Keine Frage. Aber glaubt mir bitte, dass ich diese Projekte gewählt habe, statt die Isolation vor dem Bildschirm im Handel. Und ich musste nicht mehr handeln, schlicht und einfach deshalb, weil ich es finanziell nicht mehr nötig hatte, dass ich mich bewusst dazu entschieden habe. Das sind solche Tage wie gestern, die mich merken lassen, das war genau richtig. Und das möchte ich auch weiterhin so machen. Und ich danke euch wirklich von Herzen, dass ihr mir möglich macht, solche Projekte hier umzusetzen. Und ja, es macht mehr Spaß, wenn mehr Menschen zugucken, ist doch klar. Also wenn ich hier meine kleinen eigenen Videos drehe und am Ende haben meine Mutter und 2 Verwandte und 2 mitleidige Freunde drauf geguckt. Ja, das macht mir natürlich auch Spaß. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, wenn ihr euch regelmäßig Videos anseht, dann abonniert bitte den Kanal. Schaue ich auf das Kanalwachstum? Na klar, ich bin ein Mensch, der gerne den Wettbewerb mag. Und wenn ich 136.000 Abonnenten habe, ja, dann ist mein Ziel 150.000 Abonnenten. Das ist einfach so, aber das kommt euch ja auch zugute. Denn 2-mal die Woche, mit dem anderen Kanal zusammen, 4-mal die Woche,
überlege ich mir Content, der euch weiterbringen kann. Also tut mir den Gefallen, abonniert den Kanal und das soll es jetzt auch als kleiner Aufruf gewesen sein. Und jetzt schauen wir auf den Bildschirm auf die drei China-Aktien und ich werde euch auch sagen, wie immer ganz offen, in welche beiden Unternehmen ich investiert habe und in welches nicht. So, bevor wir gleich zu dem Chart von Tencent kommen, habe ich ganz bewusst mal hier den Reuters-Stream offen gelassen, um euch zu zeigen, in welcher Stimmungslage die Anleger sich befinden, beziehungsweise worunter China-Aktien derzeit leiden. Drei Meldungen, alle innerhalb von 24 Stunden, die eigentlich gänzlich andere Überschriften haben. Und so lassen sich auch manchmal Anleger dann hin und her werfen von diesen Überschriften, sollten aber eigentlich vielmehr einen Blick in die Zukunft wagen. Es kommt also am 20. die Meldung, dass Tencent die Erwartungen erneut übertroffen habe. Und ich finde es in der Tat beeindruckend, was hier geliefert wird. Wir sprechen hier von einem Plus von 65% gegenüber dem Vorjahr. Ein Nettogewinn von 6,08 Milliarden Euro. Der Umsatz ist um 25% gestiegen auf 135 Milliarden Yuan. Beide Ergebnisse übertrafen laut FactSet die Schätzungen der Analysten und markierten das fünfte Quartal in Folge, in dem der Internetriese besser als erwartet abschnitt. Also zuerst mal muss man sagen, es wird nicht mit 65% pro Jahr weitergehen, weil schließlich dieses Corona-Jahr für alle Online-Anbieter und bei Tencent geht es natürlich auch ganz wesentlich um die Einnahmen aus den Beteiligungen an den Spieleherstellern, aber nicht nur. Letztendlich ist Tencent ein großes, großes Beteiligungsunternehmen und dementsprechend auch sehr, sehr breit aufgestellt. Sollte in der Zukunft, so wie auch in der Vergangenheit, auch nicht die ganz großen Schwankungen mit sich bringen, wie man sie von einigen chinesischen Unternehmen kennt. Aber das war also die erste Meldung nach den Quartalszahlen, die meines Erachtens überragend waren. Und selbst wenn dieses Tempo in den nächsten Jahren nicht beibehalten werden kann, und davon gehe ich aus, dann ist dieses Unternehmen schlicht und einfach nicht hoch bewertet. Da kann man noch so viel China schreien, Tech schreien, sonst irgendwie. Ja, es gibt Technologieunternehmen, die sind hoch bewertet. Die chinesischen sind es, das kann ich mal vorwegnehmen, nicht. Dass sie dennoch in den letzten Wochen eher gemieden wurden, liegt daran, dass es Einschläge von allen Seiten gibt. Zum einen von einer derzeitig eher ablehnenden Haltung vieler Marktteilnehmer gegenüber Technologiewerten. Ja, Value ist gerade angesagt. Zum anderen geht es sicherlich darum. Tencent überstrahlt die verschärfte Regierung durch Peking und wir werden gleich sehen, wie die nächste Schlagzeile genau das Gegenteil behauptet. Die Regulierungssorgen sind es, die Unternehmen wie Tencent, JD und Alibaba natürlich unter Druck bringen, denn das will man nicht. Aus meiner Sicht sind die Sorgen aber zu groß. Es spricht praktisch nichts dafür, dass ausgerechnet die chinesische Regierung, die ja in den letzten Jahren auch für ein positives Umfeld für diese Unternehmen gesorgt hat, dass die diese Unternehmen jetzt zerstören will. Ja, der ein oder andere, insbesondere Jack Ma von Alibaba, mag sich zu weit vorgewagt haben und offene Kritik mag man nicht. Und es wird Strafen geben, bei Alibaba wissen wir das bereits, bei Alibaba ist es in den Quartalszahlen drin, bei Tencent nicht, bei JD kann es auch noch kommen. Zukünftige Belastungen sind für den Markt bzw. für die Aktien ja manchmal schlimmer, als wenn es bereits eine klare Hausnummer gibt. So und so viel wird gezahlt. Kommen wir gleich noch zu. Dieser Auftrieb durch die Pandemie, gerade eben schon angesprochen, wird bei Tencent auch nachlassen. Aber das Wachstum und immer in der Größenordnung, ja, wenn ein kleines Unternehmen wächst, ist das was anderes als ein Unternehmen in dieser Größenordnung. Das ist überragend. Auch in der Cloud glänzt Tencent und ich kürze es jetzt ab. Die ein oder andere Schlagzeile werdet ihr selber schon gelesen haben. Hier passt fundamental alles und das wollte ich noch gerne mit reinnehmen. Also wir haben das hier, Tencent übertrifft die Erwartung, Tencent überstrahlt die verschärfte Regierung und das, wie viele Stunden liegen dazwischen? Keine 24. Prosus, das ist die große Beteiligungsgesellschaft, belasten dürften die schwach aufgenommenen Quartalszahlen bzw. der Ausblick von Tencent wirken. Passt das zusammen? Nee. Und deswegen bitte ich euch, diejenigen, die aktiv sind,
Das heißt, die spekulativ hier mit Tencent-Aktien handeln, die also sagen, ich möchte von einem Rebound profitieren, ich werde dann aber auch mal 10%, 20%, 30% mitnehmen, die brauchen Stops. Die orientieren sich an der Markttechnik. Geht gar nicht anders. Alle anderen, die langfristig investiert sind, sollen sich bitte durch solche Überschriften nicht verunsichern lassen. Es bringt einfach nichts. Und wenn mich jemand heute fragt, und ich habe diese Frage ein paar Mal bekommen, denn so viel kann ich vorwegnehmen, ich bin in Tencent und ich bin JD investiert. Auch die Leser der Renditespezialisten sind hier investiert. Und insofern bin ich für diese beiden Unternehmen bullish, für Alibaba auch. Aber wenn ich mich für zwei von drei entscheiden müsste, dann fliegt Alibaba raus. Zu den Gründen komme ich gleich noch. Ja, wenn wir uns Tencent hier die Entwicklung anschauen, dann haben wir hier immer noch einen aufwärtsgerichteten Trend. Ich habe euch das mal hier eingezeichnet, wenn ihr es im Hintergrund hört. Ich bin ja gerade in Lissabon und ich habe nicht daran gedacht, dass heute sich die EU-Finanzminister zum ersten Mal treffen. Sie haben mich nicht als Gastredner eingeladen. Wäre meines Erachtens angebracht gewesen, habe rund 10 Meter entfernt von Olaf Scholz heute Morgen gefrühstückt. Aber das ist der Grund, warum hier dauernd im Hintergrund, falls ihr es hört, das kann ich gar nicht sagen, Polizeiwagen durch die Gegend fahren. Erstes Präsenztreffen, glaube ich, seit über einem Jahr. Werde ich vielleicht separat nochmal was von erzählen. Soweit ich das beobachten konnte, ist Herr Scholz Kaffeetrinker und hat jeweils zwischen den Mahlzeiten bzw. zwischen den Gängen immer wieder die Maske aufgezogen. Hat wahrscheinlich Schiss gehabt, dass die Presse da ist und irgendwas anderes behauptet. Ja, war eine Menge los heute Morgen im Hotel. Wir haben uns gefragt, was ist denn hier los? Genug vom Nähkästchen. Also, der Aufwärtstrend in Tencent ist noch intakt und ich halte die Aktie nach wie vor langfristig für kaufenswert. Heißt das, dass die Aktie nicht fallen kann? Natürlich kann sie auf 55 oder 50 Dollar fallen. Das interessiert mich aber nicht. Ich bekomme hier Wachstum zu einem wirklich fairen Preis. Ich möchte gar nicht versuchen, die Neutralität aufrechtzuerhalten. Das ist doch Quatsch für euch. Da steht ja Ericsson drüber und nicht Nachrichtenkanal so und so. Ich bin in Tencent investiert. Ich halte das für eine gute Aktie. Mir ist es auch völlig egal, ob sie nochmal 20% oder 30% fällt. Dann kaufe ich gerne günstiger nach. Ich glaube, dass die Aktie in 5 oder in 10 Jahren, sind die Zeiträume, in denen ein langfristiger Investor denkt, viel, viel höher als heute stehen wird. Und wenn nicht, dann ist es eine Aktie in einem diversifizierten Portfolio und es würde mich sehr überraschen, wenn mein Portfolio als Ganzes unter Druck geräte. Denn ich bin ja diversifiziert aufgestellt. Dass die Technologieaktien jetzt gerade nicht so en vogue sind, das kommt den Value-Aktien zugute. Jetzt schauen wir aber auf die anderen China-Aktien und wir schauen zuerst mal auf die, die wahrscheinlich bei deutschen Anlegern am häufigsten im Depot ist. Oh, nehme ich anhand der Fragen jetzt mal so an. Und hier beginnen wir mit der Markttechnik. Hier ist es für mich wesentlicher unter technischen Aspekten. Nochmal, technische Aspekte sind für einen langfristigen Investor 3, 4 Jahre plus nicht so entscheidend. Für einen kurzfristigeren auf jeden Fall, denn wer in den Markt für einige Wochen oder Monate reingeht, weil er sagt, hey, hier gibt es doch, jetzt 50% billiger, der braucht einen Stop. Wer das nicht macht, der vermischt hier zwei Disziplinen miteinander und der kann jetzt eigentlich auch ausmachen, denn versprochen im Jahr 2020 hat das alles geklappt. Dauerhaft klappt das nicht. Irgendwas kaufen und mal sehen, was draus wird, klappt normalerweise nicht. Deswegen lohnt es sich auch gar nicht, das Video jetzt weiter anzusehen, weil dann das Geld sowieso relativ bald weg ist, zumindest mal, wenn der Markt mehrere Monate fällt. Das hat ja schon einen Grund, warum ich so viele Nachrichten bekomme, was mit dem Crash los ist. Ich dachte, was für ein Crash? Naja, klar, es gibt die ganzen gehypten Tech-Aktien und da sind die Leute jetzt 50%, 60% unter Wasser und verstehen die Welt nicht mehr, dass die Indizes so knapp unterm Allzeithoch. Was ist denn da los? Ja, nur Tech-Aktien kaufen und sagen, ich will verdoppeln nächste Woche, ist keine langfristige Strategie. Dass der ein oder andere Influencer dazu natürlich noch beiträgt, dass er meint, man müsse nur Technologieaktien kaufen. Sorry, ich kann es nicht verhindern. Ich kann ja keine Abmahnung schicken an jemanden, der so einen Bullshit verzapft. Aber das ist keine Raketenwissenschaft, dass wenn ich nur Technologieaktien kaufe, dass ich dann damit rechnen muss, dass es viel zu schnell abwärts geht. In langfristigen Portfolios darf so etwas nicht passieren. Die Aktie ist dennoch interessant aus meiner Sicht jetzt, Alibaba. Auch die Aktie ist nicht teuer. Warum habe ich sie nicht im Depot? Weil, das habe ich hier schon erläutert, die Bilanz verstehe ich nicht. Sie bilanzieren aus meiner Sicht zu aggressiv und sie sind aus meiner Sicht deutlich teurer als JD.
Warum komme ich zu dieser Erkenntnis? Schaut euch die letzten Quartalszahlen an. Machen wir gerne kurz gemeinsam. Das hier ist Alibaba. Top-Zahlen. Ja, nur dieser Rekordverlust hat, Entschuldigung, die Rekordstrafe hat einen Quartalsgewinn, der sich sehen lassen kann, verhindert. Geht mir nicht darum, Alibaba schlecht zu machen. Ich möchte aber nicht nur China-Aktien im Depot. Stichwort Diversifizierung. Und ich habe mich für zwei andere entschieden. Umsatz 180 Milliarden, wir überspringen es mal, denn es kam darauf an, dass Alibaba hätte einen sehr, sehr schönen Gewinn erzielt, musste, hat aber 2,8 Milliarden Strafe in dieses Quartal mit reingepackt. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Alibaba einen Umsatz von mehr als 930 Milliarden Yuan. Analysten hatten 925 Milliarden Yuan prognostiziert, also leicht bessere Aussicht, aber Wachstum passt alles. Dennoch ist es ein Unternehmen, was für mich schwer zu durchschauen ist, weil diese aggressive Bilanzierung dafür sorgt, dass ich nicht immer genau weiß. Also man muss doch verstehen, bei einem langfristigen Unternehmen, einem Unternehmen, in dem man langfristig investiert ist, was machen die da? Und diese riesigen immateriellen Buchwerte, wenn sich in anderen Teilen der Bilanz, und das hat nichts mit Bilanzbetrug zu tun, darum geht es mir überhaupt nicht, wenn es in anderen Teilen der Bilanz dann auch noch Punkte gibt, bei denen sie derart aggressiv vorgehen, dann ist das im Vergleich für mich nicht so gut zu durchschauen wie bei JD. Bei JD bekomme ich die einzelnen Sparten aufgegliedert und wenn der immaterielle Buchwert ist bei Alibaba teilweise höher als bei Amazon, I don't get it, das ist alles. Habe ich in anderen Videos auch schon beschrieben. Hier gibt es noch einen Reuters-Artikel, den würde ich nicht überbewerten. Der Konzern hat eigentlich ein größeres Problem, seinen Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten. Und das ist für mich ein Thema. Denn die Quartalszahlen von Alibaba sind, nochmal, unter aktiven Aspekten, ja, mit einem relativ engen Stop könnte man hier auf einen Rebound spekulieren. Why not? Die Aktie soll nicht unter 202 US-Dollar abrutschen. Wenn wir jetzt im Vergleich dazu die Quartalszahlen von JD und Alibaba anschauen, dann haben wir ähnliche Größenordnung, wenn man sich das anschaut. Ja, 39% gewachsen auf 203 Billionen Yuan, das sind 31,57 Billionen Dollar. In etwa die gleiche Größenordnung. Also könnte man sagen, ja, wieso ist denn jetzt JD.com besser? Weil die Marktkapitalisierung von JD bei knapp über 100 Milliarden Dollar liegt und die für Alibaba liegt bei 600 Milliarden Dollar. Das Unternehmen ist, na, ich müsste die genauen Zahlen nochmal nachgucken, ungefähr fünfmal so hoch bewertet, Alibaba. Und JD wächst in etwa in der gleichen Geschwindigkeit. Ich glaube, es ist für euch jetzt nicht so interessant, wenn ich jetzt jeden einzelnen Punkt der Quartalszahlen durchgehe. Ich wollte eigentlich nur die Headline haben, ja. JD hat die Market erwartet, also die Erwartung des Marktes natürlich, beinahe natürlich, wie so viele dieser Tech-Unternehmen geschlagen. Covid-19-Boom hat auch hier angehalten. JD war ja phasenweise das einzige Unternehmen in China, welches überhaupt noch geliefert hat, hat eben eine unfassbare Logistiksparte. Und wenn ich ein Unternehmen, was in ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wächst und schon beinahe ähnliche Quartalszahlen liefert, wenn ich das bekommen kann zu einer Bewertung in etwa von einem Fünftel, dann ist für mich steht für mich die Frage überhaupt nicht im Raum, welches Unternehmen ich lieber kaufe. Bei JD schwingt sicherlich noch mit, dass JD diese Strafe, die Alibaba bereits bekommen hat, 2,8 Milliarden waren es, glaube ich, bei Alibaba, noch diesem Unternehmen steht das noch bevor. Und das könnte belasten. Insofern ist das für mich langfristig. Ich gebe auch zu, dass ich mit dem Unternehmen bereits über 100% im Plus bin. Insofern sieht man es dann vielleicht auch entspannter, als wenn man hier oben bei 105 Dollar gekauft hätte. Aber ist für mich einfach die bessere Wahl. JD und Tencent, dort bin ich investiert. Das ist glasklar keine Empfehlung. Die Aktie kann problemlos auch 20% oder 30% tiefer notieren. Das hier ist für mich die entscheidende Unterstützung. Wir sind hier sehr schön genau bei 66 Dollar. Eigentlich könnte ich diese Linie auch grün machen und sagen, guck mal, das hat als Unterstützung funktioniert.
Das ist hier diese Unterstützungszone zwischen 66 und 58 Dollar. Die sollte nach Möglichkeit nicht unterschritten werden. Das sieht sonst nach Ausverkauf aus. Wäre für mich langfristig kein Problem, denn in meinen langfristigen Positionen habe ich keine Stops. Da habe ich meine Hausaufgaben vorher gemacht. Ich musste noch nichts wertlos ausbuchen. Und klar, unter kurzfristigen Aspekten ist aber JD genauso wie Alibaba und Tencent auch interessant, weil sie jetzt zum ersten Mal eine Gegenreaktion gezeigt haben. Also auch hier könnte man wie bei den anderen Unternehmen auch über eine spekulative Position nachdenken mit Stops unter den letzten Tiefs. Das hier sind ja Wochenkerzen, insofern dem Ganzen auch ein bisschen Luft geben. Schnelles Fazit, ich bleibe bullish für China-Aktien, beziehungsweise ich bin jetzt mehr denn je bullish, denn ich bekomme viel, viel Wachstum und ich bekomme eine ziemlich gute Perspektive zu deutlich günstigeren Kursen. Und wer jetzt sagt, was ist denn mit Delisting, interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann JD auch in Hongkong kaufen und handeln und mal von jedem Handelsstreit abgesehen, JD hat sowieso keine Umsätze in den USA, also das ist vernachlässigbar. Insofern, wenn da irgendeiner was boykottiert oder sabotiert in den USA, dann interessiert das JD genauso viel wie der berühmte Sack Reis, der irgendwo umfällt. Das war's für heute. Bullisches Fazit zu China-Aktien. Zum Abschluss nochmal der kleine Reminder. Bitte abonniert den Kanal, wenn ihr euch die Videos sowieso gerne und regelmäßig anschaut und am besten die Alarmfunktion anstellen. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann und ciao.